Moin Leute und willkommen zurück zu State of Decay 2 mit Schnocher. Hallo. Und Fuber, mein Zwillingsbruder. Na, ich bin nicht dein Bruder, Alter, vergiss es. Bruder, nein. Bleib doch mal hier, Bruder. Nein, tschüss. Was ist denn das hier für ein Bereich? Lager, okay. So, ich mache jetzt die Mission. Reise an den Ort, wo Gritzit solchen Zombies gesehen hat. Genau. 100 Meter. Denk dran, nicht zu viel ballern, weil das lockt Zombies an. Ja. Na, sprinten auch. Geht doch nicht duckt, dann können wir den. Hätten wir den schön. Mal den schön von hinten snacken können. Ein bisschen bashen müssen wir ja trotzdem, um den Charakter aufzuleveln. Hä? Du quillst sie doch. Bist du jetzt hier rein, oder was? Sammle Eiche eine Seuchenprobe. Von einem toten Seuchenzombie. Hier liegt doch. Oh, sag doch, Dicker. Ja, und der hat die Probe bestimmt. Das ist ein Seuchenzombie. Plague Sample is in hand. Warum kann ich hier nichts durchsuchen? Was? Escape für Anleitungsmenü? Warum? Kannst du schon zurücknehmen? Nee. Warum kannst du die öffnen? Weiß ich doch nicht. Not too bad. Ich konnte die nicht öffnen. Weil ich gelb bin und du bist blau. Du kannst die blauen öffnen und nicht die gelben, so wie es aussieht. Ah, okay. Ich hab mich auch gerade gewundert, warum ich das Blaue nicht öffnen könnte. Container durchsucht, 2 von 3. Was, 2 von 3? Steht bei mir. Okay. So, nochmal Schrauben. Gut. Ich hab jetzt, also ich hab alle 3 Container, die ich nehmen kann. Haben wir jetzt die solchen Proben? Ja, steht da oben rechts. Come on, I'm standing right here. So, wir können den Charakter auch mal nicht ewig spielen, weil die werden müde und dann müssen wir wechseln. Okay. Weil wenn sie müde werden, verlieren sie Ausdauer. Alright, I'm back with the sample we need. Ja, Ausdauer verlierst du ja auch, wenn du sprintest. Ne? Ja, aber da dauerhaft Ausdauer. Dann ist der Balken kleiner. Okay. Hast du zu? In das Schließfach? Welches Schließfach? Hier ist ein Schließfach. Und wo ist jetzt hier die Seuchenprobe? Achso, das habe ich hier. We now have enough plague samples to make the cure. We should get on that as soon as possible. So, jetzt herstellen. Jetzt kann man seinen Rucksack immer leer machen. Ja, und dann kriegst du Ruhmpunkte oder sowas, wenn es hier noch so ist. Ich habe glaube aus Versehen meine Munition weggepackt. Hey, no rush, amigos, but. Hast du deine Muni auch weggelegt? Nein. Packsäcke mit Ressourcen sollten im Lager. Hast du ihn jetzt geheilt, oder? Ne, erstmal nur. Dings gegeben. Waffen über. Ist das das, was ich jetzt. Achso, ne, ich glaube, ich muss ihm das noch geben, oder? Interagiere mit Kevin auf der Krankenstation, um das so, Heilmittel. Ja. Ein little fucking fever is not gonna keep me down. Kevin spricht gerade. Hold tight. This should help. Why not? I'm fucked anyway. That bullshit didn't kill me. We did good today, people. We stuck together and made smart decisions. If you ask me, that's really the big secret to surviving out here. I'd like to see more of that in the future. Lovely day, isn't it? Jetzt? Ja, da kannst du nur auspacken. Ja, nee, auch kaufen kannst du auch.
Die kaufen, rausnehmen. Du kannst auch reinnehmen. Ja, ich hab mein Zeug da auch reingelegt, ja. Ja, du kannst es doch rausnehmen. Ja, weiß ich, aber das ist ja kein Kaufen. Doch. Wie doch? Du hast... Wenn ich mein... Ich leg mein Zeug rein und wenn ich es aus Versehen reingelegt hab, dann kaufe ich zurück oder was? And it's gonna take materials to do it. I wouldn't say life is easy around here, but we're making do. Also früher, im ersten Teil, war, hat das Ruhmpunkte gekostet, wenn du was rausgenommen hast. Und du hast welche gekriegt, wenn du was reingelegt hast. Ruhmpunkte sind oben. Aber hier steht ja nicht. Oben links, unter dem Munitionssymbol. Habe ich 250 und du? Ja, habe ich auch. Okay, dann ist es vielleicht nicht mehr so. Und normalerweise wird je nachdem. Hier steht ja auch nichts dabei. Wie viel du hast da oben an Munition, bla bla bla, wird jeden Tag mehr hier im Schließfach generiert. Dass du was okay. rausnehmen kannst. So, jetzt haben wir gar keine neue Mission, oder was? Jetzt verwende Funkbefehle, um Ressourcen aufzuspüren und Hilfe von anderen Überlebenden anzufordern. Na, ja, das kostet auch Ruhm normalerweise, wenn es noch so ist. Lager verwalten. Okay. Ich krieg jetzt den Hinweis, denk dran, du bist hier, um deinen Freunden zu helfen. Halt ihm an dem. Tja. Hast du jetzt eine neue Mission? Nein. Ey, ich finde das so dumm. Du gehst die Leiter runter und dann musst du die Taste wechseln. Damit ich glaube, ich muss jetzt wirklich hier was machen mit diesen Ressourcen suchen, bla bla bla. Ich mach mal Suche. Was haben wir denn wenig? Munition, würde ich sagen. Zack. Can someone see if the other enclaves have leads on places to quote unquote shop? We will handle the situation for you. Was zeigt er dir auch was an? Noch nicht. Früher hat es eine gewisse Zeit. Gedauert. There's something about Red Talon that makes sense to me. Klicke auf das Stecknadelsymbol neben einer Mission, um sie auch zu aktivieren. Wo ist denn hier ein Stecknadelsymbol? Ach hier. Zack. W-Punkt gesetzt. Siehst du meinen Wegpunkt? Ja. Okay. Hat man hier über M-Map oder? Ja. Tatsache. Und auch brauchst du? Ist das hier unser sicherer Bereich jetzt erstmal oder? Ne, sicherer Bereich ist nur eigentlich oben. Ja, hier jetzt, ja. Aber da werden, kommen auch manchmal zum Biss und Greifen an, glaube ich. Okay. Hier irgendwo rechts neben uns ist ein Zombie. Und dann kommen wahrscheinlich nachher auch mal mehr Zombies, oder? Und spezieller halt, so wie der Crash aus dem Tutorial. That's better than I expected. Da kann man auch rangehen, okay? Na, da wo halt dein farbiges Symbol ist. Ja, aber das wird jetzt nur noch wahrscheinlich angezeigt, wenn man richtig nah rangeht. Nö, ne? Bei mir war das jetzt relativ gut zu sehen. Okay. Also nicht... Was gibt's jetzt hier? Munition. Okay. Da vorne sind vier Zombies. So, hier ist jetzt wieder ein gelbes Symbol. Kann das sein, dass das charakterabhängig ist? Oder weil du der Horschti bist? Was für jetzt am... Du hattest doch auch schon was Blaues. Kann. Wo denn? Na, vorhin, als ich gesagt habe, ich kann nur die gelben und die blauen. Hier ist was Blaues. Okay. Also kann ich hier mal... Armbrustmunition, das ist ja cool. Ja, dann ist das charakterabhängig aber auch, oder? Wie charakterabhängig? Hey, da muss noch was drin sein. Achso, das war's jetzt schon mit der Mission, oder? Na, hast du Munition gefunden? Nee. Ich hab ja hier nichts. Oh, Storyziele. Jetzt zeigt er mir andere Sachen noch an. Oh, das ist ein bisschen weiter weg. Ja, ein bisschen können wir ja hier noch gucken, oder?
Na, ich bin Inventar eh voll bei mir, also ich kann nicht mehr looten. Du hast echt nicht schnell gemacht gehabt? Ne, ich hatte zwei. Jetzt noch ein. Pass auf, Zombie, Zombie! Zombie. Ja. Ich kann nämlich den Automaten hier noch durchsuchen. Nichts gefunden. Hier auf der Seite hat er irgendwo noch was Blaues. Kann ich den Weg punkten? Hier ist noch was Gelbes. Ne, ich kann auch eh in der Hütte ist was Blaues. Bei mir steht Gebiet erkundet, 0 von 2 Container durchsucht, 1 von 3. Der Ort kann Folgendes bieten. Oh, was ist denn das? Luxusgegenstand, Süßigkeiten. Und nochmal. Warst du jetzt hier noch ein Ziel? Weil wir mischen. Ja, aber ich will erst. Gebiet erkundet? Ich will erst. Kram loswerden. Eins vom Fall. Ich lauf kurz zurück. Stelle gespeichert steht bei mir da. Hier ist immer zwei gelbe in dem Seitenklo. Was ist Siehst du einmal dich entleeren oder was? Ich gehe mich entleeren, ja. Und ab wann wissen wir, dass wir den Charakter wechseln müssen, wenn dieser blaue Balken gar nicht mehr hochgeht, oder? Müsste eigentlich eine Meldung kommen. Okay. Na, dann kriegen wir das ja easy mit. Wenn da eine Meldung kommt, wenn ich gerade 80 Kilometer wechseln. Das heißt also im Prinzip, looten wir jetzt erstmal, dass wir hier unser Dings aufrüsten können? Oder wie? Bessere Waffen finden und. Nee, wir können auch Mission machen. So. Wir hören die nicht dazu. Suche nach Munition. So, zack. Was kann man denn noch suchen? Lebensmittel, Medikamente, Sprit, glaube ich, und Baustoff. Brauchen wir. Ich weiß nicht, ob das. Also bei mir war es beim ersten Teil so wahrscheinlich, hatte ich die Schwierigkeit zu niedrig. Da brauchte ich ja keinen Sprit. Okay. Weil dann könnten wir ja auch das Auto nehmen. Autos locken aber auch Zombies an. Ja, deshalb ja. Nee, deshalb ja. Und an welcher Stelle könnte ich sehen, wie weit ich jetzt einen Charakter gelevelt habe? Bei Z. Oh, Cardio habe ich gerade, glaube ich, ein Upgrade. Cardio ist ja Ausdauer, ne? Ja. Aber das wird doch so das erste sein, was überall hinter mir, Zombie. Nothing. Direkt in den Kopf geknallt. Oh! Nur Host kann Außenposten durchsuchen. Außenposten beanspruchen. Ja, das hier ist sogar ein Außenposten. Mach ich aber noch nicht. Nee, das ist ja direkt neben dem Lager. Ja, das ist, macht schon. Und mal Nahkampfklinge gefunden. Das macht schon Sinn direkt neben dem Lager, weil das Zombie-Horden aufhält. Aber kann sein, dass wir okay. Eh bald umziehen müssen. Weiß ich nicht. Not too bad. Oh, Kleidung. Was ist denn der Gemeinschaftsbildschirm? Naja. Oh, hier ist ja richtig viel drin.
Statierkiste mit Samen wieder. Standard Armbrustbolzenleiche. Hey, zeigt er mir noch eine Kiste an, aber. Ach, da. Ist das noch ein Kühlschrank? Irgendwer ist jetzt. Oh, da kommt ein Zombie durch. Du musst nicht mehr raufhauen, wenn ich drauf sitze. Ja, ich hau trotzdem mit dir einen geben. Warum kann ich das Fenster nicht kaputt machen? Du kannst durchspringen. Potenzieller Außenposten. Okay. Das heißt, man könnte den jetzt hier, soweit es geht, ausrüsten. Ach, hier nebenan ist noch. Was heißt denn ausrüsten? Ich kenn's ja nur von Teil 1, dann ist hier quasi, kannst du Loot abgeben und das Gebiet ist mit Tretmähen gesichert. Okay. Oh, Muni halt noch mal. Munition! Großen Bombe habe ich gefunden. Und eine Pistole. Sehr schön. Ich habe nochmal Pistolen-Muni gefunden. Oh. Kann ich aber nicht mehr. Alter, hier ist ja alles voller Gelb. Kann ich hier auch was. Schützenmine, lol. Können wir auch beide handeln? Das weiß ich nicht. Aber ich kann eh schon wieder nichts mitnehmen. Ja, genau deshalb. Haben wir denn eine Armbrust? Noch nicht, aber ich würde die Munition ruhig mitnehmen. Ja, aber was lege ich weg? Die Ersatzteile, oder? Na, ich müsste eh nochmal hierher kommen. Weil ich hab. Jetzt liegt's hier auf dem Boden. Kannst nicht mitnehmen alles. Kannst du das auch. Könntest du das in der Theorie denn jetzt aufheben oder siehst du das gar nicht? Doch, ich sehe die. Ich kann die auch mitnehmen. Warte, Ersatzteile habe ich doch. Kann ich die nicht. Zack, die habe ich. Okay, gut. Wo müssen wir jetzt hier hin? Geradeaus wieder. Kann man das markern? Kannst du. Siehst du bei mir auch den großen Rucksack jetzt hinten drauf eigentlich? Ja. Okay. Hinter dir. Oh, vorbei hauen. Und kaputt. Hat der reagiert, weil ich ihn angeleuchtet hatte vorher? Du kannst keine Ausdauer mehr. Warte kurz, bis sie sich regeneriert. Arschloch. I need a rest. Ist hier auch ein Eingang? Hey? So. Wo muss ich denn mit dem Packsack hin? Dann packe ich mal die Pistolenmuni da rein und das. Dosenbombe, Molotow. So, das heißt, wir haben schon mal ein bisschen Muni. Noch eine Waffe für Notfall. Du hast eine Mehrspieler-Belohnung bekommen. Plus 5 Einfluss. Was ist denn das jetzt hier? Kann man hier was hinbauen, oder? Okay. So. Erstmal Folgenpost. Jo, genau. Spitzel, bedanke dich. Spitzel, bedanke mich. Ach du Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.